Moin moin und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Sehr schön kuschelig hier mit dem Ommel. Schön, trocken, warm, Es wird. Sonne scheint rein. Wir Schöner machen uns das Tag. hier echt gemütlich, oder? Schöner Tag heute. Fehlt ein bisschen Teppich so an der Wand natürlich. Du hast die Skibrille auf. Wärmt die oder kühlt die ab? Die wärmt. Ich habe Okay. extra darauf geachtet. Was macht die? 3? Nee, 5% sogar. Ja, ich habe mir gedacht, in dem Gebiet hier kann es ja nur Sinn machen, ein Häschen zu töten und eine Skibrille aufzusetzen. Kannst du mal das Häschen holen? Ich wollte noch mal kurz schnell was kochen. Ja, warte. Da kommt er. Wer hat denn getroffen von uns beiden? Weiß ich nicht. Nee, ich habe nicht auf ihn geschossen. Nee? Ich hatte aufs Häschen geschossen. Boah, wann kommt denn der? Beschleudert die Pfeile nicht. Ich habe noch 71. Au, Rock. Au, Rock. Boah, was für ein Angsthase. Der Hund, gell? Ja. Nach welchem Prinzip rennt die eigentlich durch die Gegend? Der guckt, ob einer runterkommt. Jetzt kommt er. Na komm doch, komm doch. Komm doch, komm doch. Oh, Lol. nicht einmal getroffen, ey. Der lacht sich gerade richtig tot. Der ist drinne, gell? Ach Mann, ja. So eine Ja, Papphase. weißt du, was wir vergessen haben? Na? Hier Spikes. Ja. Freundchen. Warte mal, ich hab doch hier 16,79. Oh. Hey! Huch. Ich war gerade irritiert. Guck mal, wie viel es sind. Ach, shit. Und hier steht was auf der Straße. Ah ja. Kommen die von der anderen Seite gleich. Arr. Muss ein bisschen Krach machen. Oh nein. Nein! Lauf doch rüber! Ach stimmt, die Hunde kann man auch nicht mehr looten, ne? Ja, du musst ja auseinanderschneiden, aber sei so lieb und guck mal, ob noch einer kommt von den Tönen. Ja, aber ich hab mich immer. Das fällt mir. Ja, da hinten ist noch einer. Alter Schwede. Aber meinst du wirklich, die gehören zu der eigentlichen Hundehorde? Ist ja krass. Dann haben wir es wenigstens hinter uns. Dann ist einer. Hunderte. Nö, 100 nicht. Naja, da werden noch kommen. Was macht Denk. der denn? Ja, er ruft erst seine Freunde. Versteckt sich hinter dem Auto. Ja. Das ist wie in so einem Horrorfilm. Man muss erstmal hingehen. Und dahinter sind damit mal vier. Ja, der ist echt hinter dem Auto und ich sehe den nicht mehr. Was für eine Pappnase. Da, siehst du. Kommt er? Einmal das. Ja. Gleich. Oh. Das ist ein dummer Hund. Hallo, hallo, Lassie. Jetzt. Natürlich nicht, ne? Das gibt's nicht. Ey. Ach, jetzt bist du mir entgegengelaufen. Jetzt kommt aber so ein Dicker. Oh, ich habe auch gar nicht mehr so viel Leben. Ich gehe mal kurz hoch. Ich pumpe mir mal eine Tablette rein. Den gerne noch looten hier. Das Fell über die Ohren ziehen. Du siehst mich jetzt nicht direkt, ne? Weil du das Fell über die Ohren gezogen hast? Ja. ich sehe dich. Gut. Einmal, wenn was kommt. Ich kann doch nicht einfach ins Mikro schreien. Ja.
Nein. Ich sehe nichts. Zack, 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 so. Und die zwei haben wir schon mal von 10 oder so, ne? Nee. So viele sind das nicht. Ich glaube schon. Weil ich weiß, es waren mehr, die hier hinten gestanden haben. Okay. Und solange die alle schön einzeln kommen, ne? Oh, ein Reh, ey. Muss der uns so einen Schreck einjagen? Gedacht? Wow, wow. Also mir zumindest, ja. Aber ich finde das eigenartig, dass du die halt hörst. Die haben dich doch dann im Fokus. Warum lassen die denn ab? Wer? Die Hunde, als du heute Nacht verfolgt wurdest. Wurde nicht das verfolgt, ich habe die gesehen. Ja, aber ist das so, dass die Hunde, also die Taktik der Hundehorde ist, die sind einfach erstmal nur in deiner Nähe? Ja, die spawnen irgendwo in deiner Nähe. Ach man, so ein Dicker spawnt hier auf jeden Fall neben mir. Und ich dachte, das wäre wie die normale Horde. Also Feralhorde. Die halt weiß, wo du bist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich muss mal zurück Fleisch wegbringen. Ja. Aber ich werde, ich habe hier Besuch an der Backe. Da hinten ist er, ja. Ja, ich bin hier extra auch schon so einen großen Bogen jetzt gelaufen. Ja, das Problem ist nur echt, hier draußen ist ein bisschen schwierig. War dann fünften Tag. Wenn du auch durch die Kälte nicht so viel Ausdauer hast. Wegen den Hunden meinst du jetzt? Ja. Ist echt schwierig. Der schreit auch noch so. Tag 7 dürfen wir aber nicht hier sein. Wieso nicht? Wir haben noch nichts gemacht. Im Kopf. Oh, die kommen alle zu uns hier. Ich fühle mich so unvorbereitet. Ja? Ja, total wenig Pfeile und irgendwie... Unprofessionell, ne? Wir müssen uns noch an ein... Der läuft einfach über die Spikes drüber. Und ohne zu mohren. Hat er gesagt, ich bin dein Fakir. Ich hoffe nicht, dass du jetzt rein willst. Ich habe gerade mal zugemacht. Nee, nee. Alles gut. Ich sag Bescheid, wenn die Hunde kommen. Ja. Nee, ich wollte auch erstmal Ruhe das haben Fleisch oben abgeben. Achso. Oh, das sind ja echt ein paar. Komm her. Boah, jetzt hat er mich erschreckt. Ah, hier warst du schon drin, alles klar. Komm her. Er will immer wieder hier hoch. Ah, jetzt sind die Freunde da. Ja, also, das die Leiter ist gerade belegt hier, glaube ich. Ja, ich habe keinen Stress. Die nehmen uns die Butze auseinander. Ja? Jetzt schon? Ja. Müssen wir uns für Tag 7 denn noch eine kleine Alternative ausdenken, oder? Ja, das sind halt alles die Großen hier, ne? Ich glaube, die spawnen nicht alle bei der Horde, oder? Aber die können natürlich dazukommen, wenn sie in der Nähe sind, ne? Das sind 4 Stück. Ich meine, das ist natürlich heftig. Aber die machen keinen Schaden, ne? Wollen nur hoch. Ja, in erster Linie stören sie erstmal, ne? Stören ja. Besonders, wenn die Horde kommt. Ja. Denk dran, ich habe Spikes gelegt. Laufen mal drüber. Also lass die drüber laufen. Ja. Echt Wahnsinn, was die Viecher aushalten. So wie sie aussehen, so halten sie es auch aus, ne? Wieso läuft er jetzt nicht? Wieso läuft er rum? Ich hatte das Gefühl, als hätte er die gesehen gerade. Die Spikes. Gehen schon wieder auf, ey.
Wahnsinn, massiv Pfeile reingeballert werden. Für nichts und wieder nichts. Das ist doch nicht normal, wie der darum rumgeht. Ich würde auch gern so einen Notausstieg noch machen, dass wir unten ein paar Heuballen hinwerfen. Mhm. Die brauchen wir eigentlich auch, ja. Den Baum gefällt? Hab ich einen Baum? Ja, so ähnlich. Einer dieser Schneetypen ist durch die Spikes, hat sich die Füße gebrochen. Na endlich. Level 11. Oh, beide tot. So, ich versuche mal noch einen zu holen. Der hier unten sich so reingebackt hat vielleicht. Bald mal sterben, ne? So, looten. Ist der weg da unten? Einer. Warte, ich guck gleich nochmal. Ich muss erstmal einmal schnell looten. Ne, einer ist da noch. Okay. Wo sind der jetzt? Da. An der Leiter. Das ist echt Wahnsinn. Ich meine, wir haben ja mittlerweile... Du hast doch auch so einen guten Bogen, ne? Ja, der ist 210. Ja, das ist doch nicht normal. Ich krieg auch keine Kopftreffer drauf im Moment. Wir sagen einfach die Alpha schuld. Ja, das ist die 13. Die ist kaputt. Ja. So, ich glaube, das war's jetzt, ne? Mhm. 33 Pfeile. Uiuiui. Wahnsinn, ne? Und keine Federn in Sicht. Schwierig. So, was haben wir denn? Durst oder Hunger? Ich sauf mal ein Bier. Wir müssen irgendwas looten gehen. Mhm. Was denn? Wir haben noch 8 Minuten ungefähr. Denk immer dran, wenn es hechelt, ist es zu spät, ne? Mhm, richtig. Das ist das Problem. Gehen wir hier an der Straße lang. Gehst du mit? Mhm. Wir dürfen Holz nicht vergessen. Ja. 32 Grad, okay, 33. Oben war es sogar warm eben kurz. Ich bin gerade von 32 auf 33. Ist das ja, möglich? Ja, weil wir oben nicht nass geworden sind. Wenn du nass wirst, frierst du schneller. Ich hatte eben gedacht, was raschelt denn da? Mir wird warm gerade. Ja? Ja, doll sogar. Du hast es geschafft. Ich hab gar nichts gemacht. 38 Grad, 39 Grad. Das steigt richtig, weil es nicht schneit, oder was? 40. Das geht gerade richtig schnell. Ja, das kann sein, wenn du jetzt dick angezogen bist. Und weil es nicht schneit. Das muss ja auch einen Grund haben. Ja. Krass. Ja, das ist hier wirklich also ganz komisch. So, Bunker. Also, wir haben einen Bunker in der Nähe. Mhm. Ja. Wird man eigentlich auch rein, ne? Bunker ist nur schwierig, ne? Weil die buddeln sich ja echt gut durch. Leider. Ich will gar nicht genau sagen. Da ist so. Das ist definitiv so. Der gute Lars hatte mir davon berichtet, dass man sich nicht in einem Bunker aufhalten sollte, wenn die Horde kommt. Das kriegen die ohne Probleme, also ohne Probleme nicht, aber das kriegen sie relativ zügig hin. Okay. Weil alle Welt da reingeht immer. Da bist du. Ja, genau, ich guck erstmal hier. Wegwühlen. Ja gut, aber die buddeln sich halt durch, ne? Also, das ist denen halt letztlich... Solange du da nicht irgendwie mindestens Cobblestone stehen hast, sagen die auch, was willst du denn? Okay. Dann sollten wir doch auf jeden Fall Material sammeln, dass wir das Ding hier absichern dann. Ja. Aber sich... Also, ich weiß nicht, ob du bei mir mal reingeschnuppert hast. Wahrscheinlich, wenn dann sehr grob, ne? Ja, eher wenig. Ja. Nee, lass den stehen, das reicht schon.
Ich habe das als Basis genommen hier, quasi das Haus. Ja. Das Haus. Und habe darum dann nochmal eine Reihe gemacht, Cobblestone. Ja. Und da oben dann halt drauf die Plattform, wo ich dann ja mich verteidigt habe. Um halt nicht unten gefangen zu sein, weil du kommst ja auch nicht weg im Zweifel. Unten ist schwierig dann, ja. Tür ist zu, ne? Ja, leider. Och, zu zweit geht das aber. Holla, die Waldfee. Sind ja nur 1000. Ja. Aber ist ja leider die einzige Stufe. Ja, ich habe irgendwie einen krassen Hungerbalken, sehe ich gerade schon wieder. Dieses kalte Biom, das macht hungrig ohne Ende. Ja. Ich habe jetzt auch nichts dabei. Ich könnte dir ein paar Seeds anbieten. Baum-Seeds. Das bringt wahrscheinlich nichts. Nee. Aber ich hoffe, hier ist eine Büchse Ravioli drin. Wir könnten Glück haben. Hereinspaziert. Mit dem vorletzten Paukenschlag ist Kaputt. meine Pickaxe kaputt. Eine Okay. Potato, das ist jetzt nicht so spannend. Mindestens zwei Töpfe. Da ist was zu essen, ja. Die geschnittene Shotgun habe ich gefunden als Rezept. Finde ich jetzt persönlich nicht so berauschend. Essen lege ich mal in den Kühlschrank. Soweit. Ja. Jetzt 35 wieder. Jeden Fall ist es ausbaufähig hier. Ist es denn eine Überlegung wert zu sagen, wir verteidigen die 7 nochmal drüben, um das. Wir kriegen es ja eh nicht fertig hier. Also Weißt du, wie ich meine? die 7 kriegst du ja mit Spikes kriegst du die Genau. abgesichert schon. Genau. Ohne Probleme eigentlich auch. Und das würdest du in der kleinen Hütte machen dann, mit der Forge drin. Ach so, so weit drüben meine ich tatsächlich gar nicht. Nee, ich Also. meine hier in dem Nachbarshaus. Beim Mehr oder Nachbarslumpi weniger. oder was, ja. Ja. Ja, können wir machen eigentlich, ne? Ich hätte jetzt tatsächlich einen Code für dich. Ah, nee, hast du noch oder schon wieder oder? Code. Ja, diesen Mantel. Da habe ich eigentlich einen. Ja, okay. Weil der bringt natürlich auch ordentlich Temperatur. Der macht ja mal 30 Grad gleich. Ach Mist, ich habe auch kein Forged Iron mehr hier. Ich habe noch 4 Stück. Ich würde erstmal einnehmen, dann mache ich den Safe schon mal auf. Huch. Seid ihr beide das, die hier so stöhnen? Bin das jetzt nicht so direkt, nee. Höre ich eine Wanderhorde? Könnte sein, ja. Oh, das war mein Bauch. Nee, na, Wander glaube ich doch nicht. Bist du dann? Ich bin wieder kurz hoch. Ich Okay. wollte gucken, falls es eine Wanderhorde gewesen wäre. Die laufen ja vorbei, ne? Ja, wenn man sie nicht Ja. anschießt, ne? Aber du weißt, dass immer noch Tag 5 ist, ne? Ja. Natürlich. Bring mal den Loot zurück. Ja. Safe können wir auch noch später aufmachen. Loot. Oh, Blut. So sieht's Ein aus. Stichwort, mein Freund. Ein Schelm, wer Böses denkt. Nicht, dass wir noch umbenannt werden oder so. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. In? Keine Ahnung. Irgendwas mit Fehl. Blood Out Brothers.
Ja. Bleeding Out Brothers. Oh Sowas Mann. in der Art, ja. Das ist so schwierig, sich hochzukämpfen, ne? Und wenn du einmal stirbst, zack, 10 Minus. Ja. Da oben ist kein Schnee mehr, gell? Es regnet. Ja, das wird es dann wahrscheinlich auch dieses Temperaturding sein. Ja, das regnet jetzt, gell? Ja, ich sehe nichts, ne. Bei mir ist es, also es mag an den Einstellungen liegen. Doch, Bei es mir regnet. regnet es nicht. Ganz wenig. Ah, doch. Du siehst es auch hier auf der Mauer, auf dem Stein. Ja. Süß. Süß, ne? Naja. So, da lege ich hier nochmal einen Topf rein. Du bist an der Kiste wahrscheinlich, wie ich dich kenne. Ich müll mich schon mal aus. Ja, das habe ich gesehen, wie man das so machen kann. Ach so, hast du dir die Kiste angeguckt? Fand's gut, oder? Ja, fast. Also, wenn es euch gefallen hat, dann teilt es auch wieder mit euren Dudes und Freunden und so. Soziale Netzwerke sind ja da immer super. Ich melde mich mal hier ab. Hat mir Spaß gemacht heute. Hooray, Dann definitiv. sind wir an der gleichen Stelle wie am Anfang, ne? Ja, witzig. Guck mal Ja, schon. ich habe ein Déjà-vu. Déjà-vu. Okay, mal gucken, Schönen Sonntag. wie es uns am Samstag ergeht. Bis dahin. Jo, tschüss. Tschüss.